Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Teil auf diesem Kanal, zur Serie Prüfungsgebiet Hannover Süd. Und zwar geht es endlich auf den Schnellweg. Lange hat es gedauert. In jeder Prüfung oder fast in jeder Prüfung geht es einmal auf den Schnellweg. Südschnellweg, Messeschnellweg ist dabei erstmal egal. Oftmals ist entscheidend das Auf- und Abfädeln. Wir werden jetzt heute in diesem Teil auf den Messeschnellweg. Wir sind jetzt auch schon da. Auffahrt Mittelfeld. Und hier geht es jetzt auch schon los. Schulterblick links absichern, ne, und raus beschleunigen. Hier sehe ich die Ortsausgangstafel. Darf also jetzt schneller werden. In den Kurven lohnt es sich noch nicht unbedingt. Was ist aber jetzt zu beachten, wenn wir auf den Schnellweg auffahren? Und zwar die Spiegelbeobachtung, das frühe Blinken nach links und das Beschleunigen ist eigentlich das Elementarste. Und zwar werde ich jetzt schon schneller, blinke links, beobachte die Spiegel, Schulterblick und rauf. Ich bin schon bei über 80 km/h, beschleunige trotzdem weiter und schalte jetzt schön hoch. 100 km/h hier erlaubt, habe ich noch im Augenwinkel dann gesehen. Das Schild und roll jetzt erstmal hier vor mich hin. Nur Blinke wird ausgemacht, sobald wir drauf sind und hochgeschaltet. Wichtig ist, dass ihr wirklich den Gang, in dem ihr dann gerade seid, ich würde den dritten oder vierten Gang empfehlen, wirklich schön ausdreht oder etwas hochzieht. Mehr als sonst. Messe Süd in 900 Metern wollen wir auch schon wieder runter. Ihr müsst nicht so umweltschonend schalten, wie ihr es sonst in der Stadt macht, sondern hier könnt ihr wirklich mal ordentlich Gas geben. Wir wollen möglichst die Differenz zwischen den herannahenden Fahrzeugen, die über 100 hier teils fahren, und euch, die irgendwie mit 40, 50 um die Kurve kommen, möglichst klein halten. Sprich, wenn wir mit 50 da um die Kurve kommen, müssen wir ordentlich auf Tempo kommen, damit die Differenz zu den gefahrenen Fahrzeugen hier mit 100 möglichst gering ist. Schulterblick gemacht und jetzt schon rüber gewechselt und jetzt wird erst gebremst. 70 und da sehen wir dann auch schon wieder die 50. Blinker mache ich aus, sobald ich in der Kurve bin. Genau, und es wird auch bei Ausfahrten sobald geblinkt, sobald ihr die Ausfahrt eigentlich erkennt. Am Ende von Ausfahrten, hier jetzt Abfahrt Messe Süd. Achtet hier auf den Vorwegweiser. Hier ist mehrspuriges Abbiegen. Oftmals geht es in der Prüfung fast immer links dann weiter. Bleibt dann schön im rechten Fahrstreifen. Wenn ihr links rüber fahrt, müsst ihr dann auch im linken Fahrstreifen ankommen. Ihr macht hier also dementsprechend einen weiten Bogen. Kommt schön rechts an. Deutlich entspannter, als wenn ihr links bleibt. So. Mensch, das ging ja jetzt alles Schlag auf Schlag. Ich will das jetzt noch einmal wiederholen, kommentieren. Und zwar, um auf den Schnellweg drauf zu fahren. Sobald ihr auf den Einfädelungsstreifen kommt, ist aus meiner Sicht das Wichtigste das Gas geben. Natürlich solltet ihr auch mit den anderen kommunizieren, sprich das Blinken. Und was machen wir, um sicher einen Fahrstreifenwechsel durchzuführen? Richtig ordentlich gucken. Und dementsprechend kommt da alles auf einmal hinzu. Das Gasgeben passiert parallel, beziehungsweise nebenbei. Ja, es wird in dem Gang erstmal einfach nur Gas gegeben. Ich würde nicht auf dem Einfädelungsstreifen schalten. Das kostet euch wertvolle Zeit, die ihr meistens nicht habt. Und ein Auto kann das ab, mal ein bisschen getreten zu werden und auch mal etwas höher zu beschleunigen in dem jeweiligen Gang. Natürlich wird der Motor lauter und alles klingt ganz wild und nichtsdestotrotz ist nicht schlimm, könnt ihr ruhig so machen. Beim Ausfädeln ist mir wichtig, dass sobald ihr den Ausfädelungsstreifen seht, dass ihr dann anfangt rechts zu blinken. Kurz bevor der Ausfädelungsstreifen entsteht, sichert ihr ab, macht einen Schulterblick. Spiegel wurden schon vorher kontrolliert.
Es wird kein Fahrstreifenwechsel ohne Absicherung gemacht. Das wäre ein Durchfallgrund. Bitte immer gucken. Gucken, gucken, gucken. Ui, was macht ihn? Leute, Geisterfahrerin. Geisterfahrer! Geisterfahrer! Leute, 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 Leute. Wozu gibt es diese netten blauen Schilder? Seht ihr auf der gegenüberliegenden Seite das blaue Schild mit dem Pfeil? Das runde blaue Schild mit dem Pfeil. Das zeigt euch mal an, wo ihr langfahrt. Oh Gott, jetzt bleiben die da stehen. Oh Leute, Leute, Leute. Ja, warte mal. Der helfen mir mal ganz kurz. Sie sind als Geisterfahrerin hier reingefahren. Ich möchte zum Impfzentrum. Das ist woanders. Da müssen Sie zum Eingang West. Also hier weiter und dann an der ganz großen Kreuzung da hinten rechts. Und dann eigentlich wieder rechts, da ist es super ausgeschildert. Dann sind da auch ganz große Schilder mit einem Pfeil. Also erstmal rechts. Genau, hier erstmal rechts. Ja. Und dann an der großen Kreuzung, also hier jetzt erstmal immer geradeaus, bleiben Sie im rechten Fahrstreifen. Ja. Und wenn Sie im rechten Fahrstreifen einfach bleiben, dann kommen Sie automatisch auf eine große Kreuzung zu, wo Sie wieder rechts müssen. Ja. Und dann nur noch, ja, und dann, genau, biegen Sie rechts ab. Und dann kommt auf der linken Seite eine Shell-Tankstelle und auf der rechten Seite ist dann eigentlich die Einfahrt zum Impfzentrum. Also jetzt erstmal rechts und dann... Genau, aber trotzdem bitte nicht als Geisterfahrerin hier rein, ne? Immer auf diese blauen Schilder achten dann, ja? Danke! Oh Mann! Habt ihr das mitbekommen? Das... Ja, lasse ich das jetzt drin oder schneide ich das raus? Eigentlich wollte ich halt einen One-Take mit euch drehen und nichts schneiden, aber das war ja jetzt mal interessant. Also die gute Dame wollte zum Impfzentrum, sehr, sehr löblich, finde ich super, dass sie sich impfen lassen möchte, beziehungsweise ihr Mann. Oh Gott, ich sehe sie gerade nur noch im Innenspiegel, die hat auch ganz interessanten Umkehr, oh Gott. Naja, aber jetzt weiß ich jedenfalls, wo sie hin muss. So, oh Gott. So, wir sind wieder außerorts, 50 gilt nur bei Nässe, wir haben strahlenden Sonnenschein und eine... schöne Fahrbahn, eine trockene Fahrbahn. Hier Auffahrtmesse Süd beschleunigt jetzt ebenfalls raus. Allerdings hier ist es fies. Es ist kein klassischer Einfädelungsstreifen. Ihr könnt hier einfach bleiben. Sowas haben wir öfter auf dem Schnellweg. Und bleibt dann bitte einfach rechts. Wart bitte das Rechtsverbot. Auch wenn ihr vorhin an der Ausfahrtmesse Süd vorbeifahrt, weil ihr hier weiter Richtung Laatzen, Reden und so fahrt. Fahrt bitte, bitte, bitte dann rechts rüber. Der Prüfer möchte sehen, ob ihr euch dann an das Rechtsfahrgebot haltet. Abstand auch ein großes Thema, weil ich doch relativ nah jetzt zu dem silbernen Mercedes gefahren bin. Was für ein Abstand, Sicherheitsabstand nach vorne müsst ihr einhalten. Mindestens, und jetzt, ich betone nochmal das mindestens halber Tacho in Metern, sprich bei 100 km/h 50 Meter. Wenn ihr 80 fahrt, mindestens 40 Meter. Mindestens. So, schaut schön weit voraus, hier ist nur noch 70. Ja, und haltet bitte auch den Abstand ein. Abstand, ein super, super wichtiges Ding. So, und wir wollen jetzt hier weiter Richtung Reden und Laatzen. Und zwar muss ich mich dafür auswählen, ein neuer Fahrstreifen beginnt. Hier ist 50 aufgrund von Unebenheiten bzw. Bodenwellen. Finde ich persönlich tatsächlich etwas Quatsch. Schulterblick ist gemacht, weil ist jetzt nicht erheblich hier. Hier haben wir nur eine größere Bodenwelle. Für Autos ist es auch nicht so ausschlaggebend, allerdings für große und schwere Fahrzeuge, für so ein LKW, kann das doch schon relativ gefährlich werden. Dementsprechend haben sie hier die Schilder aufgestellt. Ihr müsst euch selbstverständlich dran halten. Auch wenn leider viele andere Verkehrsteilnehmer das nicht so mitmachen. So, auch hier kommen wir wieder auf einen kleinen Einfädelungsstreifen. Blinkt links, beschleunigt etwas hoch und wechselt rüber. Allerdings jetzt gerade hier ist 50 wegen Straßenschäden, normalerweise ist hier 70. Deswegen kann ich ja, euch leider jetzt hier nicht wirklich herausbeschleunigt mitnehmen. Die erste Abfahrt ist hier Laatzen. Das ist relativ simpel. Wir wollen allerdings einmal die zweite hier Reden raus. Die hat es nämlich nochmal so ein bisschen in sich. Ihr werdet es gleich sehen.
Oh Mann, ich komme echt nicht auf die Frau drauf, klar. Ich, ja, ich weiß nicht, ob ich das Gespräch drin lasse. Ansonsten, wenn es draußen ist, es gab dann gerade ein Gespräch mit der Frau, die da als Geisterfahrerin reingefahren ist. Sie ist zu mir ans Fenster gekommen und wollte etwas. So, wechsel hier rüber, Schulterblick ist gemacht. Gehe jetzt langsam auf die Bremse. Lass den Blinker an. Und hier kann ich den Blinker ausmachen. Ich empfehle mal den vierten Gang. Vielleicht machen es eure Fahrlehrer auch im dritten Gang. Ich lasse im vierten Gang hier erstmal die Ausfahrt reinfahren. Dann ist der Ruck vom Getriebe nicht wirklich erheblich groß, weil die Differenz zwischen den Drehzahlen nicht hoch ist. Und jetzt geht es eigentlich nur rechts weiter. Und zwar, hier ist die fiese Stelle. Hier kommt kein Einfädelungsstreifen und das erweckt schnell den Anschein. Sondern nur ein Vorfahrtgewehren ohne Einfädelungsstreifen. Die Fahrzeuge kommen hier mit 70 km/h angedüst. Dementsprechend wartet hier lieber erst einmal kurz ab, bis alles frei ist, und dann beschleunigt hier auch ordentlich hoch. Zieht die Gänge meinetwegen etwas höher als sonst. Wir sind nämlich hier nicht im Innerorts, also innerhalb einer geschlossenen Ortschaft, sondern außerhalb einer geschlossenen Ortschaft. Da fände ich das immer angebracht, auch mal etwas weiter raus zu beschleunigen. So, wir haben jetzt eigentlich nur umgedreht, beziehungsweise fahren direkt wieder zurück Richtung Messe-Schnellweg. Auch hier jetzt nur 50, ich wechsle allerdings nach links rüber. Wieso ist das jetzt hier kein durchgängiger Fahrstreifen und vorhin schon? Ihr könnt es immer gut dran erkennen aufgrund der Markierung hier, die Leitlinie. Die Abstände sind geringer und die Markierung ist doppelt so dick wie eine normale Leitlinie. Behaltet mal hier diese Leitlinie im Kopf und achtet mal oder guckt einfach hier links. Die Fahrstreifenbegrenzung ist halb so dünn wie rechts die dicke Leitlinie. Und wenn das immer so dick ist, dann ist das immer ein Indiz dafür, dass es ein Ein- oder Ausfädelungsstreifen ist und kein normaler Fahrstreifen. Konntet ihr mir folgen? Wie jetzt? Ich sehe, es ist eine dicke Leitlinie mit geringen Abständen. Sie ist doppelt so dick wie normale Leitlinien. Dementsprechend weiß ich, es ist ein Ein- oder Ausfädelungsstreifen oder wie hier beides in einem. So könnt ihr erkennen, ist es ein durchgängiger Fahrstreifen oder müsst ihr euch irgendwie einfädeln oder ausfädeln. Oh, hier fahrt auch nie zu schnell durch die Kurven. Maximal 50 würde ich empfehlen. Jetzt beschleunigen wir wieder raus. Schulterblick gemacht, wird rüber gewechselt. Hier seht ihr gut den Unterschied. Rechts die dicke Leitlinie ist ein Einfädelungsstreifen und links die normale Leitlinie. So, ich bremse wieder auf 70 runter. Hier ist erstmal nur 70. Wir werden jetzt gleich auf den Messeschnellweg geleitet. Wir kommen von der B6 jetzt gerade. Das ist jetzt hier der letzte Ausläufer von der B6. Die Richtung Hildesheim führt oder beziehungsweise jetzt natürlich nach Hannover rein. In die andere Richtung geht es bis Hildesheim und noch weiter. Genau, und achtet jetzt bitte auf die Vorwegweiser. Einmal wird euch hier angezeigt, der linke Fahrstreifen kommt in den rechten. Und jetzt ist der Vorwegweiser ist deutlich entscheidender. Und zwar, wir sind rechts und von links kommen gleich zwei. Aber trotzdem, alle Fahrstreifen gehen geradeaus weiter. Das muss jetzt schon für euch, da muss es schon klingeln. Und zwar, drei Fahrstreifen gleich. Ihr müsst euch also nicht einfädeln. Na, ich kann jetzt raus beschleunigen. Dürft ihr hier eh noch nicht wechseln wegen der großen Fahrstreifenbegrenzung. Und auch da oben auf den gelben Schildern wird euch klar angezeigt, drei Fahrstreifen pro Richtung, drei Fahrstreifen führen weiter. Auch hier die Leitlinie ist ganz normal, es ist kein Einfädelungsstreifen. Beobachtet jetzt allerdings die Schilder gut weiter. Hier seht ihr, was passiert mit meinem Fahrstreifen. Er geht rechts weg. Es wird zur Ausfahrt, zu Ikea.
und deswegen wechsle ich jetzt in die Mitte rüber. Die 70 interessiert mich nicht, weil ich gar nicht raus will. Ne? Das Zusatzschild der Pfeil bedeutet, ist nur für die Ausfahrt und spätestens hier beginnt der Ausfädelungsstreifen. Ne? Hier seht ihr, die Markierung ist wieder dicker. Die Pfeile auf, als Markierung auf dem Boden habt ihr da natürlich auch noch zusätzlich. Da wir aber nichts gesagt haben bzw. nicht raus wollten, fahren wir geradeaus weiter und mussten uns dann selbstständig links bzw. in die Mitte einsortieren, damit wir hier ganz entspannt weiterfahren können. Das ist die zweite Ausfahrt. Ich habe so auch das Gefühl, das Video könnte etwas länger werden. Ich habe noch viel vor hier auf dem Messeschnellweg. Vor allem die Ein- und Ausfahrten, die sind entscheidend und die möchte ich heute euch einfach einmal zeigen. So, das hier ist die Ausfahrt Messe Nord. Da wollen wir nicht runter, da wollen wir aber gleich wieder rauf. Wir fahren jetzt hier im Mittelfeld runter. Auch das ist eine, nicht eine klassische Ausfahrt, sondern eine Ein- und Ausfahrt, also ein Ein- und Ausfädelungsstreifen in einem. Die von Messe Nord fädeln sich ein und die für Mittelfeld fädeln sich aus. Ich werde langsamer, schalte jetzt hier in vierten, mache dem Blinker aus, löse die Kupplung vor der Kurve. Es wird wie immer alles vor der Kurve erledigt, sodass ich hier ganz entspannt durch die Kurve fahre. Fahrt nicht zu schnell in die Kurve rein. Ja, der Prüfer möchte nicht durchgeschüttelt werden oder Angst haben und sich da am Haltegriff festklammern, sondern ganz entspannt wollen wir hier in die Ausfahrt rein. Und hier, wichtige Ausfahrt. Von vorne, also die Entgegenkommenden, müsst ihr erstmal durchlassen als Linksabbieger. Da kommt so selten jemand. Oft schon erlebt, in den Fahrstunden kam nie jemand, aber dann plötzlich in der Prüfung kommt da jemand. Da wir aber keinen Pfeil haben, müssen wir die ganz klassisch durchlassen. Das ist eine ganz normale Kreuzung. Es klingt so banal, aber doch so wichtig. Auch wenn wir uns in so einen Fahrstreifen einfädeln, bitte macht immer Spiegelblinker Schulterblick. Wir, auf der linken Seite war nur eine große Sperrfläche. Die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand kommt, ist sehr gering. Nichtsdestotrotz ist es einfach super wichtig, dass wir jeden Fahrstreifen absichern. Man kann es nicht oft genug sagen. Und das gilt nicht nur für Fahrstreifenwechsel innerorts, sondern auch, wenn man zum Beispiel ja, sich ausfädelt auf dem Schnellweg. So, jetzt geht es schon wieder Mittelfeld hoch, wie wir waren hier gerade eben auch schon am Anfang des Videos. Diesmal wollen wir allerdings uns nicht ernsthaft einfädeln, sondern es ist ein Ein- und Ausfädelungsstreifen gleichzeitig und auch das möchten wir jetzt einmal machen. Wenn wir auf so einen kommen und der Prüfer sagt euch jetzt, wir möchten direkt wieder runter, dann bleiben wir erstens hier, beschleunigen trotzdem etwas und blinken rechts. Sobald auf einen Einfädelungsstreifen gefahren wird, wird bitte geblinkt. Normalerweise links, weil wir uns ja einfädeln. Allerdings, wenn ihr vorher schon wisst, okay, wir fädeln uns direkt hier raus, wird rechts geblinkt, damit der nachfolgende Verkehr auch weiß, was los ist. So, links wollen wir weiter. Schöner, toller Vorwegweiser. Wir sehen, okay, wir müssen uns links einsortieren, damit wir links weiter können. Ne? Sprich, merken, wenn ihr auf einen Einfädelungsstreifen kommt, geblinkt wird immer, egal ob wir rauffahren oder direkt wieder verlassen und auch etwas beschleunigen, weil sonst würde oder könnte der nachfolgende Verkehr ganz schlecht raufwechseln, weil der hinter uns ist, will vielleicht raufwechseln und der muss ja beschleunigen. Also tut euch oder tut ihm den Gefallen und beschleunigt etwas mit, auch wenn ihr dann euch wieder ausfädelt. Bleibt nicht stumpf bei 50. So, ganz wichtige Auffahrt jetzt. Messe Nord Einfahrt. Und zwar mehrspuriges Abbiegen. Wir wollen links dann auf den Schnellweg wieder. Bleibt, wenn möglich, wenn ihr es erkannt habt, natürlich im rechten Fahrstreifen von beiden. Und guckt hier auf die linke Ampel. Ihr guckt bitte hier permanent auf die linke Ampel, nicht nach rechts.
Die geradeaus und Rechtsabbieger haben natürlich grün und dürfen fahren. Wir müssen hier erstmal warten. Jetzt erst haben wir grün. Oh, toll, dass hier der Weiße kommt, weil wir müssen hier einen extrem weiten Bogen machen. Ich empfehle hier immer die zweiten Gullis. Erst jetzt mache ich den weiten Bogen. Zack! Und komme im rechten Fahrstreifen an mit einem mordsmäßigen Bogen. Das ist nämlich keine klassische 90-Grad-Kurve, sondern sie ist deutlich spitzer. Weiß nicht, vielleicht nur 70 Grad. Dementsprechend ist die enge Kurve innen, wo der Weiße gerade gefahren ist, sehr, sehr, sehr schwer und eng zu fahren. Und dementsprechend müssen wir einen umso weiteren Bogen bitte machen. So, und jetzt möchten wir mal auf das Seelhäuser Kreuz drauf zu fahren. Und das hat es tatsächlich auch in sich. Es ist ein Kreuz. Kreuz bedeutet, es schneiden sich entweder zwei Autobahnen oder in diesem Fall zwei Schnellwege jetzt bei uns hier in Hannover. Und zwar wird euch jetzt hier angezeigt. Einmal kann man geradeaus fahren. Allerdings kommt in 200 Metern eine Ausfahrt mit drei weiteren Ausfahrten. Wir nehmen jetzt mal die letzte Hannover Bult. Und zwar, ich sehe den Ausfiedlungsstreifen. Blinke jetzt rechts, sichere mich ab, mache einen Schulterblick und wechsle jetzt sofort rechts rüber. Wir haben nicht wie klassisch auf der Autobahn Baken, ne, die 300 Meter Baken, wo wir blinken. Das haben wir auf dem Schnellweg nicht. Genau. Hier die erste Ausfahrt, da geht es weiter Richtung Peine und Sehende und Hannover-Handerten. Da geht es auf den Südschnellweg nämlich in Richtung Osten. Hier müssen wir uns an die 50 halten. Ne? 50, da steht zwar Schleuder- und Rutschgefahr bei Nässe und Glätte, aber auch bei Schmutz. Selbst jetzt hier bei herrlichstem Sonnenschein kann Schmutz auf der Fahrbahn liegen, wie eine Ölspur. Ich wechsle hier jetzt sofort rechts rüber. Es ist nur eine einseitige Fahrsteinbegrenzung. Dementsprechend durfte ich rüber wechseln. Hier geht es jetzt Richtung Westen auf den Südschnellweg, Richtung Hannover Zentrum. Und wir müssen noch weiter hier geradeaus fahren, Richtung Hannover Bult. Um da uns auszufädeln. Beziehungsweise ausfädeln müssen wir uns gar nicht, beziehungsweise um da abzufahren. Denn Hannover Bult hat es auch nochmal wieder in sich. Genau, hier dürfen wir jetzt wieder 80 fahren. In der Ferne sehe ich aber schon die Ortseingangstafel und eine scharfe Kurve. Ich bremse also ab und schalte auch schon vor der Kurve runter. Hab also alles vor der Kurve erledigt, bin jetzt hier im vierten Gang. Schalte sogar noch mal runter in den dritten, fahre ganz entspannt hier durch die Kurve und bin erstmal im rechten Fahrstreifen. So, guckt schön weit voraus. Links möchten wir weiter. Hier, die vorgeschriebene Fahrtrichtung zeigt euch an, wir können in 100 Metern links und rechts. Ich muss also gar nicht in den linken Fahrstreifen wechseln, ich kann hier bleiben. Und das möchte ich auch, dass ihr hier bleibt. Denn es ist einfach viel, 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 viel leichter für euch, wenn ihr im rechten Fahrstreifen bleibt und nicht einfach links rüberfahrt. Weil links müsst ihr diesen ekligen, engen Bogen fahren, wie wir es da am Messe Nord hatten. Hier können wir einfach schön rechts bleiben, machen einen weiten Bogen, kommen dementsprechend natürlich auch im rechten Fahrstreifen an und alles ist gut. Wenn ihr euch links einsortiert habt, weil ihr vielleicht ja, das Schild nicht gesehen habt, Hauptsache, ihr erkennt, dass hier mehrspuriges Abbiegen ist. Weil solltet ihr links starten, wie jetzt hier ja, die Fahrzeuge links von mir, und jetzt aber rechts ankommen, wo ich fahre, wäre das fatal. Dann habt ihr einen Fahrstreifenwechsel gemacht, ohne euch abzusichern, ohne alles. Ihr habt also die, ja, voll jemanden geschnitten unter Umständen, habt jemanden gefährdet. Ja, das würde sofort zum Nichtbestehen einer Prüfung führen. Sobald ihr wieder in der Stadt seid, achtet auf eure Geschwindigkeit. Es ist schnell verlockend, vor allem auf so einer breiten Fahrbahn und mit keine Häuser, keine Geschäfte, keine geparkten Fahrzeuge. Da ist es schnell verlockend, wieder hoch zu beschleunigen. Allerdings achtet da darauf,
Ne? Maximal wieder 50, wir sind innerorts. Und jetzt geht es wieder auf den Schnellweg. Spiegel sind abgecheckt, Schulterblick ist gemacht, kommt nichts von hinten und auch nichts von vorne. Und jetzt beschleunige ich raus. Hier ist explizit das Zusatzschild bei Nässe. Dementsprechend muss ich hier nicht bei 60 bleiben. Ich blinke jetzt schon links, gucke nach links, beschleunige ordentlich hoch, wechsel rauf, schalte jetzt erst hoch, Blinker ist aus. Und alles ist gut. Ja, perfekt. Wenn ihr Fragen noch habt zum Messeschnellweg, dann stellt sie mir. Ich beantworte die Fragen gerne. Im nächsten Teil geht es auf den Südschnellweg. Das drehe ich jetzt gleich im Anschluss, das Video. Bis dahin. Viel Spaß mit den anderen Videos, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Macht es gut. Tschüss.